Das ist natürlich schwer, Worte zu finden. Man, die Enttäuschung überwiegt. Wir haben eigentlich fast kaum in unseren Rhythmus gefunden. Wir haben ja Probleme in der Annahme, konnten dann unseren Angriff nicht so gut und so schnell einsetzen. Und das hat halt Schwerin gut umgesetzt, die Annahme und den schnellen Angriff. Und ja, wir hatten damit halt große Probleme. Wir hatten auf jeden Fall auch, ich glaube, im zweiten Satz war das viele Aufschlagfehler, vor allem auch hintereinander. Und das darf einfach nicht passieren. Und ja, Schwerin war stark und wir haben heute nicht unser bestes Spiel gegeben. Vielleicht spielt auch die Nervosität eine Rolle, aber eigentlich sollte man sich auf so ein Spiel freuen. Und ja, es ist einfach schade, dass wir nicht das Volleyballspiel gezeigt haben, was wir zeigen konnten. Jennifer, herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg. Wo ist das Siegerlächeln? Das ging jetzt alles gerade so schnell, ich muss mich erstmal ordnen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass es jetzt hier so heute so schnell ging. Ich kann es selber irgendwie gar nicht glauben und wir haben einfach unglaublich gut gespielt in allen Elementen. Wir haben eine super Leistung gezeigt und ich bin einfach nur froh. Ja, ich kann dir sagen, es ist dein zweiter Pokalsieg. Du hast ja mit Vilsbiburg auch schon mal gewonnen. Das heißt, du kennst so ein bisschen das Gefühl. Ist es jetzt nochmal was anderes, weil einfach das jetzt so ein Spiel war, wo ihr auch unbedingt zeigen wolltet, wir können auch Stuttgart schlagen? Ja, definitiv. Und der erste Pokalsieg ist jetzt schon ein bisschen her und ich wollte ihn unbedingt mit Schwerin holen. Und wir waren letztes Mal so knapp dran und dass es jetzt diesmal umso besser lief, ist einfach unglaublich. Ja, wir haben halt in den letzten Wochen einfach kontinuierlich guten Volleyball gezeigt und wir hatten unglaublich Bock auf dieses Spiel und wir haben uns gar nicht so unnötig den Kopf gemacht, wir haben es als normales Spiel vorbereitet und wir hatten einfach unglaublich Bock und die besten Fans hier im Rücken und ich bin einfach so stolz auf meine Mannschaft.